Spannung, Tore und Action. Ein denkwürdiges Unentschieden krönt das packende Duell zwischen dem TC Blau-Weiß und den Zehlendorfer Wespen in der ersten Herren-Bundesliga. Wir hatten beide Mannschaften viele Torchancen, gute Torhüterleistung auf beiden Seiten. Hitziges Spiel auch am Ende, das zeigt dann auch das Spielergebnis. Gutes Hin und Her, an sich hat Spaß gemacht. Von intensiver Spielfreude geprägt, überzeugen die Wespen mit Engagement und schnellen Kontern. Daniel Koschik von Horlacher eröffnet dabei das Torspektakel mit einem Doppeltreffer. Doch inmitten energischer Bemühungen der Gastgeber, vor allem in der Defensive, gestaltet sich der Spielzug eher als herausfordernd. Selbst nach Paul Rinkens Anschlusstreffer für den TCBW entspricht die Gesamtleistung der Mannschaft vorerst nicht den Erwartungen. Mit dem Spielstand von 4:2 zugunsten der Gäste geht es in die Halbzeitpause. Ja, wir hatten anfangs ein bisschen Probleme mit unserem Raumsystem, es war ein bisschen löchrig. Dadurch hatten wir echt viele Angriffe im ersten Viertel, auch in der ersten Halbzeit allgemein. Auch im dritten Viertel halten die Wespen das Tempo hoch und belohnen sich schließlich mit einer 6:3 Führung. Doch dann nimmt das Spiel eine drastische Wendung. Fortan übernehmen die Blau-Weißen das Geschehen und setzen die Zehlendorfer gehörig unter Druck. Ab der 50. Minute zeigen Jakob Eggers sowie Moritz Kehlitz ihre Klasse und gleichen in einem wahren Hockey-Thriller auf 6:6 aus. Bis zum Schlusspfiff agiert das Team von Maximilian Linker geschickt in der Defensive, vereitelt jede gefährliche Aktion des Gegners und sichert sich somit einen verdienten Punkt. Dass es am Ende nicht noch über ein 6:6 hinausgekommen ist, kann man drüber streiten. Ich kann damit total gut leben, weil wir eine unglaublich starke Leistung jetzt abgerufen haben, unglaublich erwachsen, wie gesagt, gespielt haben. Diesen Samstag steht den Blau-Weißen möglicherweise schon der nächste Hockey-Thriller bevor, wenn sie dann auf dem Spitzenreiter vom Berliner HC treffen. Ein Match, das alle Hockey-Freunde nicht verpassen sollten.